Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 10 Make-up-Produkte aus der Drogerie, die aktuell für mich die allerbesten sind. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was denn eure Top 3 Drogerie-Make-up-Produkte sind. Ganz egal aus welcher Kategorie, ich freue mich auf eure Kommentare. Bin gespannt, ob ich noch neue Produkte entdecke, die ich noch nicht kenne. Und starte jetzt mit meinem Video. Elf Cosmetics gibt es ja zum Beispiel noch gar nicht so lange in der Drogerie. Ich glaube jetzt so seit 2, 2,5 Monaten bei Rossmann. Und ich finde Elf Cosmetics schon total lange toll und ich habe mir immer gewünscht, dass die irgendwann mal in die Drogerie kommen und bin jetzt ganz froh, dass sich mein Wunsch erfüllt hat. So habe ich mich jetzt auch mal durch Produkte getestet, die ich mir online sonst so nicht gekauft hätte. Und zwar unter anderem hier diese Mini-Palette von Elf Cosmetics. Die kostet, glaube ich, 4 Euro ungefähr. Die Preise blende ich euch ja eh immer ein. Das ist nämlich die Bite Size Eyeshadow Palette in der Farbe, ich glaube, die heißt Very Berry. Ich habe die Farbe leider beim Öffnen entfernt. Ich google mal ganz kurz, welche Farbe das ist. Okay, die Farbe war nicht ganz richtig. Die heißt nämlich Berry Bad. Und ich finde diese Lidschattenpalette so, so toll. Die ist so klein und handlich, kann man super überall hin mitnehmen. Und ich trage die heute übrigens auch so auf meinen Augen. Und ich finde, das sind ganz, ganz schöne Töne. Die sind auch super pigmentiert. Also es sind zwei matte Töne und zwei schimmernde Töne. Und die sind beide, oder beziehungsweise alle vier, super hoch pigmentiert. Und die schimmernden Töne gebe ich zum Beispiel mit den Fingern auf mein Augenlid. Und das funktioniert super gut. Das Einzige, was ich so als Verbesserungsvorschlag hätte, ist, dass mir hier ein Highlighter-Ton fehlt. Also ich würde zum Beispiel hier diesen bärigen Ton austauschen und stattdessen noch einen Highlighter-Ton reinmachen. Weil dann kann man wirklich sein komplettes Augenlid damit schminken. Also dann wären hier wirklich die perfekten Töne für mich persönlich mit drin. Also es gibt auch eine ganz große Auswahl an Paletten. Also was heißt eine ganz große Auswahl? Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Paletten, wo man sich dann was von aussuchen kann. Aber diese hier hat mich einfach am meisten angesprochen. Und seitdem ich die gekauft habe, habe ich die jetzt auch jeden Tag verwendet. Also ich habe die jetzt erst seit einer Woche. Aber ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem bekommt man bei Rossmann in der App ja auch immer 10% Rabatt. Also falls ihr die App noch nicht habt, die lohnt sich total. Und zusätzlich war diese Woche Elf Cosmetics nochmal im Angebot. Also da kann man wirklich gutes Geld sparen, wenn man die App hat und die aktuellen Rabattaktionen immer beachtet. Natürlich darf mein liebster Augenbrauenstift hier auch nicht fehlen. Den kennt ihr ja auch schon von mir. Das ist von NYX Cosmetics der Micro Brow Pencil. Und den habe ich normalerweise immer in der Farbe Ash Brown. Jetzt gerade habe ich aber mal die Farbe Taupe. Ich weiß gar nicht, warum ich die Farbe Taupe gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Versehen war oder so. Aber ich finde, dass die Farbe sehr, sehr gut zu meiner Haarfarbe passt. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich diese Farbe mal geholt habe und vielleicht werde ich sogar dabei bleiben. Also mal schauen. Auf jeden Fall mag ich diesen Augenbrauenstift sehr gerne, weil der so eine tolle, schmale Mine hat. Damit kann man halt eben super präzise zeichnen und damit kann man auch einzelne Härchen nachahmen. Das ist wirklich super, super toll. Und ich male mir immer erst so einen Rahmen gefühlt um die Augenbrauen und male das dann so ein bisschen aus, indem ich so leichte Härchen in meine Augenbrauen zeichne. Und das funktioniert richtig gut. Das Produkt ist auch wasserfest, ziemlich wischfest und hier hinten ist auch noch ein Kamm dabei, wenn man seine Augenbrauen noch so in Form bringen möchte. Ich habe schon super viele verschiedene Liquid Lipsticks getestet und eigentlich bin ich ein großer Fan von den Maybelline Liquid Lipsticks. Die haben ja mittlerweile sogar welche, die auch aussehen wie ein Lipgloss auf den Lippen und die finde ich wirklich top. Aber ich habe jetzt auch mal hier was günstigeres getestet. Also ist auch nicht richtig günstig, aber günstiger als die Produkte zum Beispiel von Maybelline. Und zwar von Manhattan den Mega Matte Long Lasting Perfection All Day Wear Liquid Lipstick in der Farbe Noho Mocha. Davon gibt es auch eine ganz gute Farbauswahl. Das war jetzt hier die Farbe, die mir am besten gefallen hat. Und das ist schön matt auf den Lippen. Man spürt das Produkt wirklich kaum. Also ich habe das Gefühl, das ist so extra dünn auf den Lippen. Also ich hatte noch kein mattes Lippenprodukt, was ja gefühlt gar nicht spürbar war. Also das ist auch irgendwie falsch. Also die Produkte zum Beispiel von Maybelline, also diese hochpreisigeren, die spürt man auch nicht auf den Lippen. Aber das hier ist irgendwie so besonders dünn, so eine ganz, ganz dünne Schicht. Und das finde ich einfach super cool. Und ansonsten hält der auch super gut. Nicht ganz so gut wie die hochpreisigeren. Also der geht dann, wenn man was isst, zum Beispiel in der Mitte schon so ein bisschen mehr ab. Aber man kann den auch super gut nachschminken. Und den finde ich einfach super, super cool aktuell. Elf Cosmetics ist gerade tatsächlich mit meine liebste Marke in der Drogerie. Deswegen musste ich mich so ein bisschen zurücknehmen, dass ich nicht nur Elf Cosmetics Produkte hier zeige. Ich habe mich dann auf 3 Produkte beschränkt. Und das hier ist das zweite, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist der Halo Glow Liquid.
Liquid-Filter und den habe ich hier in der Farbe 1 Fair. Ich glaube, dass das der hellste Ton ist und das hier finde ich einfach super gut. Das ist wie so eine ganz, keine Foundation, sondern eher wie so ein Skin-Tint mit ganz, ganz feinen, ganz vielen Schimmerpartikeln. Ich trage das heute auch auf der Haut. Falls ihr euch fragt, wo dieser Glow hierher kommt, das sind auch Elf Cosmetics Produkte, hat aber nichts mit dem Halo Glow zu tun. Aber das hier, das ist alles hiervon, also finde ich ganz, ganz, ganz toll. Perfektioniert die Haut ganz leicht, legt wie gesagt so einen schönen Glow auf die Haut. Und auch wenn man die Haut danach mattiert, dann bleibt dieser Glow trotzdem da. Also man kann auch so matte, leicht schimmernde Haut haben. Es ist richtig, richtig cool. Und das ist ja gerade, wie gesagt, mein absoluter Favorit. Ich kenne das Produkt natürlich schon länger, aber dadurch, dass es jetzt, wie gesagt, in der Drogerie erhältlich ist, teste ich das Ganze nochmal mehr und verwende es auch mehr. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Foundation-Fan oder sowas, aber das hier ist wirklich toll. Ist auch, wie gesagt, nicht wirklich ein Foundation, sondern eher wie so ein leichtes Skin-Tint mit Schimmerpartikeln. Mein liebster Blush aktuell ist dieser hier von NYX Cosmetics. Das ist der Buttermelt Blush in der Farbe For the Butter. Und dieser Blush ist so heftig pigmentiert, da muss man richtig aufpassen. Er ist mir fast schon zu viel pigmentiert. Aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist das wirklich super. Also man dippt hier quasi nur einmal ganz leicht mit dem Pinsel rein. Ich gucke mal, ob ich euch das hier am Handrücken zeigen kann. Also das hier ist ein unbenutzter Pinsel. Ich dippe jetzt hier nur so ganz leicht rein. Der Pinsel ist direkt so rosa geworden an der Spitze. Und ich gehe jetzt einfach mal hier so drüber. Ja, ihr seht das. Also der ist so hochpigmentiert, ich kann das jetzt auch richtig verblenden. Also ich kann zum Beispiel auch erstmal so punktuell was auftragen. Das ist jetzt so ein bisschen überbelichtet, ne? Ich mache mal die Kamera dunkler. So ist es, glaube ich, besser. Also hier habe ich jetzt was aufgetragen und ich kann das dann sogar noch richtig gut verblenden, ohne dass das irgendwie fleckig wird oder sowas. Das ist so, so geil. Ich weiß nicht, ob ihr das noch richtig sehen könnt. Das ist jetzt auf jeden Fall so ganz leicht. Ich muss die Kamera mal wieder dunkler, heller stellen. So sieht das aus. Und man muss den Dreh einfach einmal rauskriegen. Also man muss einfach mal ein bisschen testen und dann klappt das schon. Wichtig ist dabei einfach nur ganz wenig zu nehmen. Mit wenig anfangen und das langsam aufzubauen. Ich habe euch gerade eben schon eine Palette gezeigt, aber diese hier darf bei mir auf jeden Fall auch nicht fehlen. Die kennt ihr auch schon von mir. Das ist die The Hot Mocha Palette von Catrice. Davon gibt es auch 4 verschiedene Ausführungen. Es gibt noch eine mit Nude-Tönen, eine rosane und ich glaube noch irgendeine andere. Und diese hier spricht mich persönlich so am meisten an, vor allem für den Herbst, weil die Farben einfach aussehen wie das Laub, was gerade draußen von den Bäumen fällt. Und die ganzen Töne sind super schön pigmentiert. Man kann damit so tolle Looks zaubern. Es muss auch nicht unbedingt hier in diese rost-orangefarbene Richtung gehen. Also man kann sich auch eher hier so mit diesen Braun- und Champagnertönen austoben und kann damit wirklich schöne und auch recht verschiedene Looks kreieren. Man sieht aber auch, dass die beiden Paletten sich sehr ähnlich sehen. Also es ist ein Muster bei mir zu erkennen. Ich mag diese Farben einfach total gerne. Und ich finde, das hier ist so die perfekte Reisepalette auch, weil die so super mini klein ist. Die Palette ist auch klein, damit kann man auch gut verreisen, aber die würde ich eher mitnehmen, weil die halt einfach noch weniger Platz wegnimmt. Aber trotzdem liebe ich diese hier total. Es gibt viele Mascaras aus der Drogerie, die ich wirklich gut finde. Aber ich musste mich jetzt mal hier auf eine beschränken. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, bei den günstigeren Mascaras auch, dann würde ich mich für diese hier von Manhattan entscheiden. Das ist die No End Mascara. Und ich habe euch das Bürstchen auch schon öfter gezeigt. Das ist nämlich wirklich total unscheinbar. So ganz normal. Es ist kein Silikonbürstchen. Es hat keine spezielle Form, nichts, aber trotzdem macht die Wimpern einfach super schön lang, geschwungen, voluminös. Die stempelt nicht ab, die bröckelt nicht. Das ist wirklich so ein Allround-Talent und die kostet unter 5 Euro und das finde ich einfach super. Also falls ihr die noch nicht getestet habt und noch nach einer guten Mascara sucht, dann schaut euch die gerne mal an. Also die finde ich wirklich mit am allerbesten. Damit das Make-up auch schön lange hält, ist es ja gut, so eine gute Base zu benutzen, beziehungsweise mal einen guten Primer. Und ich habe schon einige Primer getestet und von allen Primern, die ich bisher getestet habe, waren für mich die von Elf Cosmetics immer die besten. Also ich habe von Elf Cosmetics schon 4 verschiedene Primer getestet und das hier ist jetzt der, den ich so am meisten empfehlen würde. Also ich fand alle 4 super, super gut und kann da auch kaum Unterschiede feststellen. Aber ja, das hier ist, finde ich, so ein Basic-Produkt von Elf Cosmetics, was man aber auf jeden Fall kennen sollte. Also davon gebe ich so 1 bis 2 Pumpstöße, das kommt nämlich hier mit so einem Pumpspender, auf meine Hände. Verteile das zwischen den Händen und dann tupfe ich das so auf mein Gesicht. Ich reibe das nicht, sondern tupfe das, damit das so richtig schön in die Haut
ja, eingetupft wird. Und das funktioniert super. Ich lasse das dann kurz antrocknen und gehe dann je nachdem mit meinem Halo Glow Filter drüber. Oder ich nehme halt gar keine Foundation, gehe dann mit meinen Puderprodukten über die Haut. Aber ich nehme ja auch immer Concealer und auch Concealer hält dadurch viel, viel besser, viel länger. Und ich merke das vor allem um die Nase herum. Vor allem jetzt zur kühleren Jahreszeit, da putzt man sich ja öfter mal die Nase durch diese Kältedifferenz von drinnen zu draußen. Und ich habe das Problem, dass sich bei mir dann hier die Foundation absetzt oder dass sie halt abgeht und dass das halt dann uneben aussieht. Und wenn ich diesen Primer verwende, dann wird das viel, viel, viel besser. Es geht natürlich nicht ganz weg. Es ist immer noch da, weil das Taschentuch natürlich auch so ein bisschen Produkt mit abnimmt. Aber dadurch hält es wirklich viel besser. Es sieht ebenmäßiger und gleichmäßiger aus und gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als nächstes zeige ich euch hier meinen Labello. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, Labello? Unnötig. Aber dieser Labello ist für mich so ein Must-Have. Also wichtig ist für mich, dass der rot gefärbt ist. Ich hatte letztes Jahr schon einen, der ist jetzt leer gegangen. Und jetzt habe ich hier die Farbe Cherry Shine. Der duftet auch so leicht nach Kirsche, finde ich super. Und der ist erstmal super, wenn man zum Beispiel morgens mit dem Hund rausgeht, ungeschminkt, und aber noch so ein bisschen Lippenpflege braucht und da noch so eine leichte rote Tönung mit drin hat, dann sehen die Lippen direkt so ein bisschen durchbluteter aus und man sieht direkt frischer aus im Gesicht. Und auch so im Alltag ist das so mein Go-To-Lippenprodukt. Und tatsächlich war ich letztens auf einem Geburtstag und dann habe ich meinen Labello rausgeholt und aufgetragen und die Mädels guckten mich alle so an. So nach dem Motto, ach, das hat die auf den Lippen. Und dann meinte eine von denen auch, hä, ist das Labello? Ich dachte, das wäre irgendein Lipgloss oder sowas. Nee, ist einfach mein Labello. Also es scheint auch anderen aufzufallen, dass die Lippen dadurch einfach so schön rot aussehen, aber immer noch natürlich, sodass man nicht genau sagen kann, was hat sie da jetzt drauf getan. Und deswegen wollte ich euch das einfach nochmal empfehlen. Also man darf den Labello nicht unterschätzen, den rot gefärbten. Der ist wirklich richtig cool. Für mich war es relativ schwierig, mich für einen Concealer hier zu entscheiden. Ich mag nämlich aktuell auch sehr gerne einen von e.l.f. Cosmetics. Aber ich dachte, ich bleibe meinem All-Time-Favorite mal treu, weil den verwende ich schon seit Jahren und der hat mich noch nie enttäuscht. Das ist von NYX Cosmetics, der Can't Stop, Won't Stop Concealer. Und da gibt es eine super hohe Auswahl von ganz, ganz hell bis ganz, ganz dunkel. Und ich habe hier die Farbe Natural. Der ist von der Konsistenz her super dickflüssig. Ich trage euch das jetzt hier mal so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Konsistenz so richtig erkennen könnt, aber der ist so matt und dickflüssig und wirklich super, super hochdeckend. Also man braucht nicht viel von diesem Concealer und man kann den super in die Haut einarbeiten. Man muss ihn nicht unbedingt setten, weil er halt schön matt ist und dadurch, dass er so dickflüssig ist, auch gut an Ort und Stelle bleibt. Ich sette ihn allerdings trotzdem, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich mag das auch gerne, wenn das so komplett matt ist unter den Augen. Und ja, ich habe jetzt schon ganz viele Concealer getestet. Es gibt so drei Concealer, die ich, glaube ich, richtig gut finde. Und der hier ist ganz vorne mit dabei. In meinem DM-Haul habe ich euch gezeigt, dass ich mir hier mein Got2b Augenbrauen-Gel nochmal neu gekauft habe. Und es ist wirklich für mich das allerbeste aus der Drogerie. Ich habe noch kein besseres gefunden. Ich meine, da scheiden sich die Geister. Manche sagen, dass da weiße Rückstände in die Augenbrauen kommen. Bei manchen Leuten hält es nicht so gut. Aber ich für mich kann sagen, dass dieses Produkt dafür sorgt, dass meine Augenbrauen wirklich bombenfest halten. Und ich mache das dann immer so. Hier vorne ist immer ganz viel Produkt. Das gebe ich einfach so auf meine Augenbrauen drauf und dann ist das erstmal voller Produkt. Dann nehme ich diese längere Seite und verteile das Produkt in meinen Augenbrauen. Und wenn ich merke, da ist eine Stelle, wo noch nicht genug drauf ist, dann gehe ich mit der kurzen Seite nochmal drüber, weil die gibt nämlich mehr Produkt ab und gehe dann nochmal drüber. Und dann nehme ich mir meistens hier irgendwie so einen Pinsel und gehe dann nach und nach nochmal so hier drüber, damit das Ganze auch schön an meiner Haut haftet. Und das hält den ganzen Tag. Ich hatte noch nie weiße Rückstände und ich bin damit super, super zufrieden. Ich habe auch die schwarze Version getestet. Die finde ich auch ganz gut, aber die finde ich weniger haltbar als diese hier. Also diese ist für mich einfach besser und die kann ich euch auch wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen, wenn man sie dann richtig benutzt. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare, werde da direkt mal reinschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!